Hallo und willkommen zurück zu einem neuen Video über Messungen. Wir haben gehabt Spannungsmessung, wir haben gehabt Strommessung und bei beiden haben wir festgestellt, dass es einen Messwiderstand gibt. Schauen wir uns an, was der Messwiderstand macht. Fangen wir mit der Spannungsmessung an. Da hat es so ausgesehen, dass man da eben die Spannungsquelle gehabt hatten. RI und da haben wir den Lastwiderstand. Wir haben das so eingestellt gehabt, dass wir da 6 Volt gehabt haben. Oder da. 6 Volt. Ja. Und jetzt so, machen wir gleich ein Beispiel, erklären wir es anhand eines Beispiels. RI sind 1 Ohm, ja, und der L sind 2000 Ohm. Okay. Rechnen wir das aus, was das bedeutet. R gesamt wäre die Reihenschaltung von dem und dem. Das ist RI plus RL. Ja. Das ist 1 Ohm plus 2000 Ohm. Ist 2001 Ohm. Wie groß ist also der Strom, der da rinnt? Da ist der IL. Der IL ergibt sich also aus den 6 Volt dividiert durch R gesamt, wieder ohmsches Gesetz, U ist R mal I ist U durch R. Da haben wir 6 Volt dividiert durch 2001 Ohm. Ja. Und was kommt daraus? Nehmen wir den schlauen, den elektronischen Rechenschieber zur Hand. Tippt man das ein. 6 durch 2001. 2,9985. 2,9985 mal 10 hoch minus 3, also Milliampere. Das ist der IL, der rinnt da. Also, hier haben wir UL. Wie groß ist jetzt also UL? UL ist gleich RL mal IL. Ohmsches Gesetz, U ist R mal I. Und das sind 2000 Ohm mal 2,9985 Milliampere. Und da kommt raus, du kannst einfach mal 2000 5,997 Volt. 5,997 Volt haben wir da. Ja. Preisfrage, wie viel haben wir da? UI. Maschenregel. Ja. Die zwei Spannungen in Summe. 6 Volt minus UL minus UI ist 0. Ja. Also UI ist gleich 6 Volt minus UL. Ja. Und das sind 6 Volt minus 5,997 Volt und das sind 0,003 Volt. Ja. So schaut das aus. Und jetzt fange ich an mit dem Messgerät. Jetzt habe ich da mein Voltmeter und mit dem hänge ich mich da jetzt so rein. So. Und wir wissen, das Voltmeter hat einen Messwiderstand und der Messwiderstand ist, so habe ich nachgeschaut, bei meinem Voltmeter hier, bei dem da, ja, sind 10 Megaohm bei dem. Ja, 10 Megaohm. Unsere Schaltung schaut jetzt also nicht mehr so aus, sondern unsere Schaltung schaut jetzt eigentlich so aus. Da hat sich nichts geändert. Da, Messgerät,
Spannungsquelle hat sich nichts geändert. Ja. Nur habe ich dann hier eben den RL und hier habe ich eigentlich den Messwiderstand des Multimeters. Okay. Die zwei sind parallel. Das ist logisch, ich habe mich parallel hineingehängt. Ja. Da haben wir nach wie vor unsere 6 Volt. Da habe ich nach wie vor mein UL. Mein UL ist zwar am RL und der RM das gleiche. Da habe ich mein UI. Ja. So, jetzt bin ich aber neugierig. Ja. Jetzt fahren wir nämlich, jetzt machen wir nämlich hier die Parallelschaltung. Okay. 1 durch R, das nenne ich jetzt einfach R, ist gleich 1 durch RL plus 1 durch RM. Okay, das ist der. Also, R ist gleich 1 dividiert durch 1 durch RL plus 1 durch RM. Was kommt da raus? 1 durch 2000. RL plus 1 durch 10 Megaohm, ja, 10 Millionen. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Was kommt da raus? 1 dividiert durch 1 durch 2000, 200, 2000 bitte, plus 1 durch 10 Millionen, 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1999,6 Ohm. Das ist das da. Das ist R. Das bedeutet, mein R-Gesamt ist RI plus R, weil jetzt habe ich da nur mehr einen Widerstand, sind wieder die zwei. Das sind 1 Ohm. Plus 1996,6 Ohm sind 2000,6 Ohm. Zuerst haben wir gehabt 2001, jetzt haben wir 2000,6, also 0,4 Ohm weniger. Ja. Das heißt, mein IL hat sich jetzt geändert, 6 Volt durch R gesamt. Ja. Das rinnt da nach wie vor, das IL. Hat sich jetzt geändert. 6 Volt dividiert durch 2000,6 Ohm. 6 dividiert durch 2000,6 sind 2,9991 mA wieder. Ja. Sind wir auch ein bisschen mehr, rennt ein bisschen mehr. Ja. Das heißt, mein UL, diese Spannung hier, ist das R mal IL. Diesmal muss ich R nehmen, weil dieser Widerstand ist ja jetzt praktisch einer, nicht mehr das RL. R mal IL und das sind 1999,6 Ohm mal die 2,9991 Milliampere und da kommt halt raus mal 1999,6 Ohm 5,997 Volt. Kommt sogar das gleiche raus. Aber da hinten haben wir 9 gehabt, ja? Und da haben wir weiter. Also da, wenn wir das so anschauen, 0009, ja, rechnen wir das da oben nochmal kurz aus. Das waren 2000 mal 6 dividiert durch 2001. Ja. Da haben wir gehabt, weiter 001499. Ja. Also da haben wir 0,0009. 3 Nuller und ein Neuner, da haben wir 2 Nuller und 1, 4. Ja? Das heißt, hier habe ich weniger Spannung.
nicht sehr viel weniger, ja, weil eben das Messgerät sehr gut ist mit diesen 10 Megaohm hier. Okay. Aber ich messe an und für sich tendenziell zu wenig Spannung. Okay. Weil ich ja den Gesamtwiderstand hier mit meinem Messgerät herabsetze. Parallelschaltung ist immer ein Herabsetzen des Widerstandes. Wenn ich zwei Widerstände nebeneinander habe, habe ich in Summe weniger, egal wie groß die sind. Wenn einer 10 Ohm ist und der andere 3 Milliarden Ohm, dann ist trotzdem weniger wie 10 Ohm. Weil ein bisschen was über die 3 Milliarden ebenfalls drüber geht. Das haben wir besprochen bei der Parallelschaltung. Also mit meinem Messgerät beeinflusse ich mein Messergebnis. Beeinflusse ich die Schaltung und mein Messergebnis. Das ist das, was dieser Messwiderstand leistet. Man kann jetzt ausprobieren, verschiedene Messwiderstände bei der gleichen Schaltung. Können wir verschiedene Messwiderstände ausprobieren. Und da werden wir sehen, je höher das RM wird, desto besser wird es. Desto weniger Abweichung habe ich da hinten. Da haben wir eh schon echt wenig. Ich meine, da Tausendstel Volt sind nur gleich. Sogar 10.000, 100.000 Volt sind es gleich. Gerade bei einem Millionstel Volt habe ich da einen Unterschied. Bei einem Mikrovolt. Ja, also, das ist das, was ich erst gemeint habe. Messwiderstände von oben, von Voltmetern, sind eigentlich ziemlich gut. Okay. Schauen wir das diese Woche bei der Strommessung an. Strommessung haben wir ja so gehabt, gell? Da haben wir da die Spannungsquelle. RI, nehmen wir wieder 1 Ohm. Ja. Da sind die Klemmen der Spannungsquelle. Und dieses Mal habe ich auch wieder hier mein RL und das sind 2000 Ohm. Ja. Und da nehme ich wieder die 6 Volt. Okay. Da habe ich mein UL. Da habe ich mein IL, was mich ja eigentlich interessiert. Da habe ich mein UI. Und weil das ganz genauso ausschaut wie da drüben, kommen auch die gleichen Werte raus. Ja. Also ich sollte eigentlich hier einen Strom von 0,9985 mA messen. Ja. Wenn ich jetzt nämlich mein Messgerät anschließe, ja, und ich nehme mein Messgerät und schließe es an, wenn ich den roten Stift finde, der ist schon wieder verschwunden, da ist er, hey, da ist er, hey. Jetzt mache ich da auf und hänge mich mit meinem Ampermeter da rein. Jetzt ist da offen, jetzt ist mein Ampermeter mit dem Messwiderstand RM und jetzt sage ich mal, das sind 0,5 Ohm. Da eingeschaltet. Also eigentlich sieht meine Schaltung jetzt so aus. Au, Klemme. Dann habe ich meinen Messwiderstand, 0,5 Ohm, dann habe ich meinen Lastwiderstand, 2000 Ohm, und da habe ich meinen IL, der mich interessiert, den ich mit dem Messgerät hier messe. Da habe ich nach wie vor meine 6 Volt. Okay, jetzt ist nämlich mein Gesamtwiderstand, eher Gesamt, nicht nur das und das in Serie, sondern alle drei in Serie. Das heißt, ich habe RI, dann habe ich den neuen RM, dann habe ich den RL nach wie vor und das sind also 2001,5 Ohm. Ja, nicht nur 2001, sondern 2001,5, weil 0,5 kommen ja vom Messgerät dazu. Das heißt, mein IL, ja, sind die 6 Volt durch R gesamt. 6 Volt dividiert durch 2001,5 Ohm. Ja. Jetzt schauen wir, was da rauskommt. 6 dividiert durch 2001,5 Ohm sind 2,997
Wie viele Kommastellen haben wir da gehabt? 2, 7, nehmen wir 7, 5 mA. Zuerst haben wir gehabt 2,9985 mA, jetzt haben wir 2,99775 mA. Also jetzt unterscheiden wir sich da schon in der dritten Kommastelle, machen wir da schon einen Fehler. Aber wir sind wieder tendenziell zu niedrig. Ja? Durch das Einfügen des Messgerätes mit seinem Messwiderstand haben wir den Gesamtwiderstand erhöht. Ja, weil wenn ich einen zusätzlichen Widerstand in Serie reinschalte, erhöhe ich den Gesamtwiderstand. Das kennen wir auch. Und aufgrund dieser Erhöhung des Gesamtwiderstandes rinnt halt jetzt weniger Strom, weil die Spannung hat sich ja nicht geändert. Wieder durch das Einbringen eines Messgerätes habe ich wieder meine Schaltung beeinflusst und beeinflusse somit das Messergebnis. Okay. Ich mache einen Fehler, einfach nur aufgrund dessen, dass ich es messe. Und auch hier kann man verschiedene RMs ausprobieren. Und da ist relativ logisch, immer wenn ich das RM 0 ist, wenn ich da nichts dazu zähle, schaut es genauso aus. Habe ich da 2001, da 2001. Das heißt, idealer Innenwiderstand für Strom messen, dann beeinflusse ich die Schaltung nicht. 0 Ohm gibt es nicht. Strommessgeräte sind üblicherweise sogar relativ weit entfernt von 0. Ja. Spannungsmessgeräte funktionieren eigentlich ganz gut, Strommessgeräte funktionieren weniger gut. Wenn ich die Wahl habe, also weniger ideal, sagen wir so, funktionieren dann schon, aber sie beeinflussen das Messergebnis mehr. Wenn ich die Wahl habe, ja, zum Beispiel, um einen Widerstand zu bestimmen oder sonst irgendwas, dann ist immer gescheiter, ich messe die Spannung. Weil das funktioniert einfach besser und kann nachher auf den Strom zurückrechnen, wenn ich den Widerstandswert kenne. Okay. Das ist also der Fehler, der da einfach dazukommt. Was dieser Fehler bedeutet und welche Fehler es sonst noch gibt, über das werden wir auch sprechen in einem späteren Video. Im nächsten Video sprechen wir auf alle Fälle mal über die Leistungsmessung. Reden wir über Leistungsmessung, schauen wir, was die Leistungsmessung bedeutet. Wie man Leistungen messen kann. Für dieses Mal sage ich herzlichen Dank. Auf Wiedersehen.